Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exozocke Monster Hunter World, hier mit der freundlichen Kitami und der noch wesentlich freundlicheren Jenny. Hallo Jenny, geht's dir gut? Boah, scheint so. Okay, gut. Wir wollen mal gucken. Ich hatte gesagt, wir wollen hier mal so ein bisschen rumstöbern. Das sind Knochen, aber den kann ich nichts machen. Ich hatte so große Hoffnung gehabt, dass ich hier was kriege. Aber anscheinend sind diese Knochen der ganz große Fake. Das kann eh wahr sein. Die sogenannten Fake-Knochen, das ist so wie in Amerika mit den sogenannten Fake News. Ja. Der arme Präsident hat Probleme mit Fake News und ich habe Probleme mit Fake-Knochen. Das weiß ich zumindest, wie der arme Trump sich fühlt. Ne? Der Arms, der kann ja einen schon fast leid. Not. Geh mal da lang. Kommt man hier durch oder ist das nur so ein... Durch. Da haben wir tatsächlich nochmal einen Käfer. Der Weg hat sich dann tatsächlich auch gelohnt. Damit ist die Entomology durch. Sehr schön. Die Entomology ist durch. Ne? Klingt auch toll. So, jetzt müsste ich theoretischerweise... Hoppala, falsche Taste. So, jetzt müsste ich theoretischerweise... Ressourcenzentrale. Beutezüge. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch... Honig haben wir. Das ist gut. So, wir haben Honig. Wir haben das... Wir haben die Entomology. Kommt ein Fragezeichen da oben? Warum kommt denn da Fragezeichen? Wofür ist das? Werden wir gleich mal gucken. Wir brauchen noch Pilze. Und wir brauchen noch Knochen. Hä? Jetzt ist es da weg. Das nochmal? Was war das gewesen? Habt ihr gesehen? Oben rechts das Symbol. Da kann ich ja was anklicken. Nee. Gibt's nicht. Was war denn das gewesen? Ich gucke gerade hier umher irgendwie. Keine Ahnung. Hm. Wer weiß, was das jetzt war. Oh, hier war ja der schöne Tauchgang gewesen. So, wir brauchen Knochen und Pilze. Knochen und Pilze. So, einmal einen Pilz haben wir schon mal. Pilz haben wir auch noch mal hier. Da gehen wir mal da durch. Wir brauchen Pilze. So, da haben wir da auch nochmal einen Pilz. Feuernuss. Knochen. Sehr schön. Knochen. Oh ja, da kommen die Knochen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch Pilze. Und tatsächlich noch Pilze. Hier hätten wir nochmal Knochen, ja. Nehmen wir auch nochmal mit. Anjata-Spur haben wir auch nochmal gekriegt. Ja, was wir halt so bekommen, mitnehmen können, machen wir einfach. So, das haben wir alles. Sauber. Was war denn da gerade? Achso, ist diese Drachenschlagnuss. Hier ist nochmal ein Anjata lang gegangen. Ich würde gerne mal wissen, was da ganz oben ist. Ich glaube, da müssen wir einmal so einen Umweg laufen. Ich habe da mal so eine Suchidee, was ich gerne mal gucken wollen würde. Der eine oder andere ahnt schon, wo ich hin will. Pilze brauchen wir noch, wa? Ja, wir brauchen noch Pilze. Also wenn wir Pilze sehen, müssen wir mal gucken. Dann sollten wir theoretischerweise die ganze Sammelei durchschauen. Anjata-Spuren. Komm her. So, Anjata-Spuren. Dann geht das hier hoch. Okay. Wenn es nach oben geht, dann haben wir auch wieder Chance auf Pilze.
Zumindest habe ich das immer oft gehabt, dass wir dann noch Pilze haben. Untersuchung beigefügt. Sehr schön. Oh, mal gucken. Also sowas hier. Ah. Hier nochmal lecker Ditte. Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen wohl da so irgendwo durch. Ah ja, da ist auch der richtige Weg. Dann passt das schon mal. Oh, Fußspuren. Nehmen wir immer mit. Gebt immer Punkte. Einfach mal so zum Mitnehmen. Wie sieht's denn da aus, wenn ich da hoch... da sind Pilze. Sehr schön. So, dann haben wir die Pilze auch abgeschlossen. Jetzt möchte ich gerne noch mal kurz mal da ganz nach oben. Ne? Wenn wir nämlich hier mal auf die Karte gehen. Haben wir zwar erkundet, aber ich habe... Irgendwas hatte ich mal gehabt, was so ein bisschen abgefahren hier in der Gegend aussah. Und das würde ich gerne nochmal angucken wollen. Das war irgendwo oben. Irgendwie sah das sehr abgefahren aus. Ich erinnere mich noch irgendwie so ein bisschen dunkel daran. Will ich gerne nochmal schauen. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir dabei finden. Irgendwie will er den Käfer nicht nehmen. Jetzt will er ein bisschen so oberhalb schießen, ne? Oh, sei. Geht. So. Okay. Komm ich da nicht irgendwie ran? Ich habe gehofft, dass ich da irgendwo hochkomme. Wäre auch ein bisschen blöd. Jetzt suchst du hier einen Weg hoch und findest den nicht, oder? Radloss wird bei den... Ja, ist mir doch egal, was Radloss hier vorhat oder nicht vorhat. Immer drückt die falsche Taste, danke. Einmal den Donnerkäfer mitgenommen. Wenn du mal einen Weg suchst und den nicht findest. Ne? Schauen wir mal so. Vielleicht kriegen wir da noch mal eine Giftkelch. Vielleicht finden wir hier noch mal einen Weg. Irgendwie war doch, dass man da so einen Weg nach oben hatte. Der sah ganz krass aus irgendwie. Oder habe ich das irgendwie sehr falsch in Erinnerung? Kann natürlich auch sein. Rennen wir mal umher. Das kann doch gar nicht so schwer. Haben wir da Schönes? Ach hier, Fußspuren. Hier sind die kleinen Giftzwerge. Ach, wisst ihr was? Na, was ist los? Habt ihr keinen Bock mehr oder was? Na ja, komm mal her, hier, komm. Okay, eine Lufthaue. Die Luftverprügelung. Digitale Luft. Verdroschen, ne? Wie man das schon sagt. Untersuchung beigefügt, okay. Man gönnt sich es sonst nichts. Das ist ja klein. Nervensägen. Ne? So. Gehen wir hier nochmal ein bisschen Jagdgrasfleisch mit. So. So sieht's gut aus. Jetzt müssen wir hier so hoch. Hier ist der andere Jagdgras. Ja, ich das Gefühl, dass hier oben doch nichts ist. Guck mal, da ist Level 12 Gebiet. Da geht es doch noch ein bisschen höher, oder?
Und es regnet. Es hört ja nicht auf zu regnen. Oder war ich hier gerade? Ja, hier war ich doch gerade. Das sind diese Giftdinger. Hallo Vitalitätsdingsbums. Hier in der Mitte vielleicht? Weil da ist ja eigentlich Gebiet 6. Hier unten wäre dann Gebiet 12. Müsste eigentlich erstmal irgendwo wieder hochkommen. Ich weiß nur, dass es irgendwo oben war. Das ist die Schwierigkeit gerade. Wo kam ich denn hier? Ah, da kam ich hoch. Sehr gut. Wir haben schon mal den Weg nach oben gefunden. Und wir haben Honig gefunden. Honig nehme ich immer gerne mit. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Wir werden jetzt einfach mal die ganzen Wege nach oben gehen. Weil ich irgendwie die Beinung bin, dass ich da irgendwie mal was gesehen habe. So, geht's hier hoch? Geht's da hoch? Geht's dort hoch? Nein! Ey, das kann nicht wahr sein. So. Es geht nach oben, nach oben, nach oben geht's jetzt. Da komme ich gar nicht so lang. Okay, na gut, dann. Geht's hier nicht irgendwie höher? Ist das hier eine Sackgasse oder was? Ich hatte doch irgendwie wohl meinen Weg gehabt, wo ich richtig nach oben kam. Da war irgendwie so eine Kletterwand und so ein Zeug. Mal. Oder wenn ich hier hochgehe, wie ist denn halt da? Hier ist nur dieser eine Kampfgebiet gewesen. Hier ist nochmal ein Käfer. Hier geht's hier nach oben. Hier ist dieser Weg. Warte mal. Da ist das da lang. Da komme ich nicht lang. Okay, pass mal auf. Hier ist nicht da oder dort. Aber nee, das war der Weg. Da müsste ich da mal gucken. Da geht's ja auch nach oben. Ja, warte mal, ich glaube, hier sind wir gut. Ja, jetzt zieh ich hier nochmal nach oben. Dann geht's hier nochmal hoch. Schauen wir mal. Was war denn hier oben? Ja. Da ging es jedenfalls noch irgendwo noch mal höher. Okay. Hier hätten wir noch mal Honig. Honig ist so ein Ding, nehme ich gerne mit. Danke sehr. Da haben wir noch mal Megatränke. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, hier war das dusselige Nest oben gewesen. Ich bin mir gerade nicht so 100% sicher. Ja. Da ist er, der Radlos. Und dahinter scheint ein dünner Weg zu gehen. Wir müssen mal gucken, dass Radlos sich hier dünne macht. Dann können wir da durch. Weil ich will Radlos nicht ärgern und... geh mir aus dem Target hier, danke. So, nochmal hier so durch.
Tatsächlich. Warte mal. Jetzt haben wir hier so dünne Wege. Ja, geil. Okay, jetzt wird's interessant. Genau das meine ich hier auch. Okay. Diese abgedrehte Gegend. Ja, das meine ich hier. Diese dünnen Dinger hier und so. Hier wollte ich das halt nochmal genau angucken, was hier Sache ist. Hier ja auch nochmal gekritzelt. Ich habe hier so eine Vermutung, dass hier vielleicht irgendwie nochmal was, so ein Secret ist. Irgendwas Lustiges, Interessantes oder... Ihr wisst schon, was ich meine, hä? Hier wäre nochmal ein Blumenbeet. Auch nochmal nichts. Hier ist zumindest eine geile Aussicht. Hier könnte ich auch nochmal runterspringen. Werden wir jetzt aber nicht machen. Dahin ist das Gebiet, diese Zentrale da, ne? Da ist dieser Bau da hinten. Geil. Dann gehen wir mal hier lang. So, hier geht's nochmal nach oben. Hier wären nochmal jede Menge Käfer. Also, käfertechnisch wäre ich jetzt echt hier bedient. Ja? Wenn ich die noch nicht gefangen hätte... Oh, läuft. Oh, hier hast du auch diesen schönen Blick nach unten. Das sieht schon toll aus. Alleine dafür, für diesen Ausblick, hat sich das gerade schon mal gelohnt. Oh, dieses Targeting-Lock-On. So, jetzt geht's hier außen nochmal weiter. Und da sind auch nochmal wirre Gänge. Geil. Jetzt wird's direkterweise echt nochmal interessant, wo wir hier rumlungern. Ja, Pilze, wa? Kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Also mit Pilze machst du nicht viel falsch. Dann nimmst du mit, passt schon, ne? Kannst du nicht großartig meckern. Ist so ein geiler Baumweg hier. Das ist, ja? So wie hier diesen einen Film mit den blauen Viecher hier, sag mal hier, Avatar, genau. Hier wäre auch nochmal ein Weg runter. Interessant. Einfach mal diese Sprungwege nach unten. Erst hier diese Wege oben und dann... Ja? Schon cool. Also ich finde solche Schleichwege hier oben saugeil. Also... Gucken wir mal, wo da lang geht. Hier sind noch mehr solche Schleichwege. Da ist so ein... So eine 17er Gebietsmarkierung jetzt. Was ist das? Wo will der lang? Was ist das für einer? Warum? Was ist hier los? Ich glaube, wir haben was gefunden, was hier heim ist. Gehen wir mal hier hoch. Jetzt wird es nochmal echt abgefahren. Jetzt wird es hier echt nochmal abgefahren. Hier hätten wir nochmal so Knochen. Nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir echt mal gucken, was wir hier noch haben. Weil das muss ja Grund haben, dass der hier hochgegangen ist. Ja? Hier ist schon mal nichts. Warum ist der hier hochgegangen? Hier muss doch was sein. Götterkäfer, hier geht's auch noch mal lang. Aha, schönen guten Tag. Ist ja mal geil. Wo will der mit mir lang? Und Jenny ist schon wieder voll am Quatschen. Hör nicht auf. Ja, ich mach weiter. Ich mach schon weiter. Das ist geil. Ich frage mich gerade, ob jedes Gebiet so ein Secret hat. Hm? Boah, das ist so geil hier gerade. Ich feier gerade. Okay. Nee, hier kommen wir doch noch wieder raus. Nee, hier müssen wir nicht lang. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt hier lang müssen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo so ein bisschen die Spur verloren. Das ist eine gute Frage. Wo ist er hin? Hätten wir noch mal Käfer hier? Ja. Ich hier echt am Überlegen, ne? Jenny, hilf mir! Sag mal, wo ich lang soll, Jenny. Vielleicht hast du eine Idee. Wenn ja, wäre doch mal schön, wenn du mal was sagen würdest. Ist ja so ein bisschen eher die Schweigsame. Wer ist denn hier? Hier haben wir nochmal den Blick nach unten, da hinten hin, ne? Da wo diese, ich sag mal, Stadt ist. Ist ja keine Stadt, ist einfach nur so eine, na, ihr wisst schon so. So eine Ansammlung von, ne? So, warte mal. Wo ist der hin? Hier geht's doch nochmal zum Nest hoch, oder? Wird jetzt doch nochmal echt nur nochmal eine Sucherei. Weil ich jetzt nicht gedacht so, ne? Ja, hier ist das blöde Nest. Oh, hier ist das echt das blöde Nest, ey. Ja, ja, Ratlos. Will nichts von dir. Keine Panik. Lässt du mich in Ruhe, lasse ich dich auch in Ruhe, Ratlos. Ich bin, da bin ich ganz ehrlich, ne? Wo könnte der hin? Yeah, Tempo. Tempo 100 hier, ne? Warte mal, da lang. Lang eher nicht. Oh, wir haben hier Honig. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Was haben wir denn hier lang? Hier ist im Prinzip der Weg raus, würde ich nochmal so sagen. Da geht es im Prinzip nochmal raus. Bringt uns also nicht weiter. Gehen wir hier nochmal rein. Ich habe irgendwie so eine Vermutung, dass hier irgendwie ein Geheimnis ist. Das würde sonst ja alles keinen Sinn ergeben. Hier ist nochmal ein Schweinchen. Hallo Schweinchen. Hier geht's nochmal nach oben. Das ist eine sehr gute Frage. Hier waren wir lang gegangen. Oh, wir haben Knochen. Okay, nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Hier scheint etwas zu sein. Ja, schön, Jenny, dass hier was zu sein scheint seid. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier eben eine Sackgasse ist. Hier. Gehen wir nochmal hier so lang. Da geht nichts lang, da geht nichts lang. Da wäre ein Weg, da wäre ein Weg. Gehen wir mal hier hoch.
Ah, ich habe eine Idee. Ihr merkt schon, welche Idee ich habe? Ich habe es, ich weiß es auch. So. Genau die Nummer. Ihr habt's gesehen, ja? Das war's? Leute, ey. Eine Brombeere, sehr schön. Nee. Okay. Hier würde ich nur runterkommen, ne? Okay. Bin ich wieder hier? Aber warum ist hier jemand lang getingelt und meinte ja so, lauf mal lang da? Und ich finde jetzt nichts. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Entweder stelle ich mich wirklich zu blöd an, um das zu finden, oder ich stelle mich zu blöd an, das zu finden. Wir haben jetzt zumindest wieder Honig. Es ist ja schön, dass ich immer hier Honig bekomme. Hier komme ich auch nochmal so durch. Hier ist das Schweinchen. Hier wurden wir hochgeführt. So. Hier lang ist die Sackgasse, wo wir die Knochen finden. Hier ist sonst nichts weiter. Ich hab keine Ahnung. Hier ist der Weg, den wir hier gemacht hatten. Da sind wir ja gefolgt. Aber hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Da ist schon mal nichts. Dann sind wir hier hin. Das haben wir gemacht. So, hier hoch bin ich jetzt auch mal gegangen. Hier wäre auch noch ein Weg. Hier war der Weg, den haben wir runtergenommen. Das haben wir gemacht. Gott. Hier sind wir rüber, da war der blöde Nest. So, hier sind wir einmal durch. Dann haben wir hier nochmal einen Weg. Schauen wir uns das nochmal an. Hier geht es im Prinzip auch nur nochmal runter. Ja, keine Ahnung. Komme ich jetzt nicht drauf. Muss ich mir wohl einen anderen nochmal angucken. Zumindest wissen wir, dass ihr anscheinend irgendwas zu Schein seid. Sein Schalt. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier scheint irgendwas zu sein. Ja, und hier ist dieser andere Weg wieder. Theoretischerweise ist auch da oben irgendwie was. Dieser eine Weg hier, auf dieser Karte, dieses eine Stück, sieht so ein bisschen verdächtig aus. Verdächtig ist verdächtig, wenn verdächtig. Oder warte mal, komme ich von da daran? Nee, das ist ditte. Das wäre in dieser Richtung. Warte mal, komme ich doch da. Warte mal. Komm ich doch hier so lang. Dieser Ort wirkt sicher. Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Ach. Okay, wir haben hier einen Lagerplatz gefunden. Das ist es dann. Okay. Ja, dann. Schön, dass ich das dann auch gefunden habe. Mal geil. Wir haben einen Lagerplatz gefunden.
Ja. Und hier geht es dann im Prinzip nochmal runter. Gut, dann können wir hier abreisen. Dann haben wir ja doch was gefunden. So, wo ist denn das hier? Quest abbrechen. Von Expedition zurückkehren. Dann machen wir das mal. Würde ich mal sagen, war das ja auf ganzer Linie erfolgreich. Dann haben wir richtig was rausgeschleppt. Sehr schön. Besondere Belohnung. Ja, nehmen wir mal alles mal mit. Ja. Sehr schön. Maliko-Stufe, Gadget, bla, sowieso hast nicht gesehen. Wunderbar. Dann könnte ich mal hier ran. Nichts kann uns aufhalten. Nichts kann uns aufhalten. Doch, irgendwas hält uns immer mal auf. So, so bla 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 bla. Rüstkugel hast du nicht gesehen. Jede Menge davon sogar. Also Rüstkugel technisch funktioniert schon mal. Dann nehmen wir hier mal noch die Pilzquest mit. Dann haben wir die nämlich auch im Petto. Und dann würde ich mal sagen, für heute wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Und lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann ja beim nächsten Mal wiedersehen. In dem Sinne, ciao, ciao. Bye, bye. Und Siri, oh.